Hallo Leute, hier ist wieder Henry aka AnionFreak100 und herzlich willkommen zu den 3D-Cut-News. Hierbei handelt es sich um ein Newsformat, bei dem ich euch über aktuelle Geschehnisse der Anime, J-Gaming und Internetszene informiere, je nachdem, was ich gerade so am interessantesten finde und was mir gerade so in die Hände fällt. Also ja, lasst uns anfangen! Ach, Digimon Adventure. Was waren das noch für schöne Zeiten? Ja, und die gehen jetzt weiter, denn für den Frühling 2015 wurde eine Fortsetzung des Kultanimes angekündigt. Hierbei handelt es sich um eine neue Geschichte, bei der Tai und seine Freunde die Highschool-Zeit durchleben. Also, seien wir mal gespannt. Aktuell läuft ja die Gamescom und dort konnte man schon jede Menge zu neuen Spielen sehen, so auch zum Beispiel zu Battlefield Hardline. So gab es nicht nur die Vorstellung vom Hostage Rescue Modus, sondern auch erstes Gameplay zum Singleplayer und der scheint ja einiges zu taugen. So erinnert das ganze Gameplay an eine Mischung aus Battlefield 4 und Far Cry 3. Mit einem Scanner konnten wir zum Beispiel schon vorher Gegner markieren und auch der Start der Mission war frei auswählbar. Or we could crawl under that fence over there on the right. Yeah, or we could take them head on. If you're up for that. Und wir konnten auch entscheiden, sneaken wir uns an den Gegnern vorbei und erledigen sie aus dem Hinterhalt, oder sind wir der Badass und knallen alles ab. Weitere Gameplay-Elemente, die gezeigt wurden, waren das Festnehmen von Gegnern oder Prioritätspersonen, die uns dann einen extra Gehaltscheck geben. Anscheinend ist es auch möglich, den Kampf komplett zu umgehen an manchen Stellen. Choice is really going to change up the experience. It's up to you to choose your path. Our single player is going to deliver great new immersive experience and really add to the depth of Battlefield Hardline. Sollte uns die Freiheit, die uns jetzt gegeben wurde, auch erhalten bleiben und nicht eingetauscht werden gegen unnötig viele Cutscenes, Skript-Events und Korridore, ja, dann könnte der Singleplayer von Battlefield Hardline endlich ein richtig guter Battlefield-Singleplayer werden. Seien wir mal gespannt. Ein weiteres Game, was uns viel verspricht, ist Toxic. Ein Arena-Shooter, der von sich behauptet, das Shooter-Genre zurück zu den Wurzeln zu bringen. Also kein Leveling, keine Killstreaks, keine automatische HP-Regeneration, keine Iron Sights und. Mal sehen, was dieser Shooter eigentlich alles so taugt. Was wir bisher gesehen haben, sah doch schon ganz gut aus, wie ein typischer Arena-Shooter, fast-paced, alles ist schnell. So muss das doch sein bei Arena-Shooter. Mal sehen, wie es denn im Endeffekt aussieht. Kommen wir nochmal abschließend zu den Spieleneuheiten Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir, die uns am 21. November erwarten, denn alle, die das Spiel recht früh kaufen, haben das Glück, sich für einen kurzen Zeitraum ab dem 28. November das Shiny Tarnhill mit dem dementsprechenden Evolutionsstein zu sichern. Also Leute, solltet ihr das Spiel euch kaufen wollen, dann macht's am besten früh, das gibt einen kleinen Bonus. Hallo meine kleinen Freunde, ich hoffe, euch haben gut gefallen meine erste Ausgabe 3D Cut News. Wenn ja, dann du können machen einen Daumen nach hoch, wenn nicht, dann nicht. Ja, Leute, ich hoffe, ihr habt noch eine Menge Verbesserungsvorschläge und Themenwünsche. Die könnt ihr mir in die Kommentare packen. Ich werde auf alles auf jeden Fall eingehen. Und ich hoffe, die nächste Ausgabe wird dann etwas länger. Ich habe jetzt das jetzt mal so eben vorbereitet, um mal zu testen, wie es denn so ist, eine News-Folge zu moderieren. Und ja, ich mache das nächste Mal hoffentlich besser. Und bis dahin, haut da rein.